Hereinspaziert zu den E3-News am Dienstag und Beeilung, denn wir haben keine Zeit. Es gibt nämlich so viele Ankündigungen in dieser Sendung. Da muss ich mich schon im Voraus dafür entschuldigen, dass wir einige kleinere Sachen jetzt aus Zeitgründen weglassen. Drei Pressekonferenzen gab es nämlich gestern und die waren von Anfang bis Ende voller Hits. Los geht's mit Microsoft. Die haben nämlich nicht nur eine Xbox One, sondern gleich zwei neue Xbox One-Konsolen angekündigt. Die erste ist die Xbox One S, also eine kleinere, kompakte Version der Xbox One, 40% kleiner und leistungsstärker. Sie hat HDR-Features und soll außerdem 4K-Filme, also Blu-rays und Videos unterstützen. Das ganze Ding kostet mit einer 2 TB-Festplatte 399 Euro, mit einer 500 GB-Festplatte gibt es die für 299 Euro. Den richtigen Leistungssprung, den gibt es dann aber erst mit der nächsten Generation der Xbox One, nämlich der wie in Gerüchten schon bekannten Projekt Scorpio. Die soll nämlich wirklich Gaming auf High-End-Niveau, also in 4K-Auflösung und für VR bieten. Und dazu hat Microsoft auch schon erste technische Details durchblicken lassen. Die neue Konsole hat nämlich eine CPU mit 8 Kernen und der Grafikchip schafft 6 Teraflops. Der Arbeitsspeicher hat eine Bandbreite von 320 GB pro Sekunde. Und um das mal in den Kontext zu setzen, eine GeForce GTX 1070 hat jetzt schon 6,5 Teraflops. Das heißt, wenn die Projekt Scorpio, wie geplant, Weihnachten 2017 erscheint, wird sie vermutlich schon nicht mehr ganz High-End sein. Einen Preis hat Microsoft noch nicht angekündigt, aber immerhin möchte man, dass zwischen allen drei Xbox One-Modellen, also Xbox One, Xbox One S und Projekt Scorpio, alle Komponenten, also die Hardware und die Spiele, untereinander funktionieren. This is the console that developers asked us to build. They wanted a console that had no boundaries, had no limitations. And that technology component to us is what we really need to make our vision and our art come alive. Apropos, alles funktioniert untereinander. Microsoft hat ein weiteres großes Feature vorgestellt und das heißt Play Anywhere. Konkret heißt das, man kauft in Zukunft ein Spiel nur noch einmal und kann es dann ganz nach Belieben entweder auf der Xbox One oder auf seinem Windows 10 PC spielen. Und dieses Play Anywhere Feature ermöglicht auch, dass man Multiplayer zwischen Xbox One und PC spielen kann. Fast alle Spiele, die Microsoft an dem Tag gezeigt hat, unterstützen dieses Play Anywhere, darunter also auch Neuankündigungen wie Forza Horizon 3, das eine 4-Spieler-Koop-Kampagne hat, Dead Rising, was seit jeher Koop hat, also das neue Dead Rising 4 hat das auch. Außerdem hat auch Sea of Thieves ein cooles Koop-Piratenspiel, Koop und kann über Play Anywhere gespielt werden. Außerdem hat auch Scalebound Play Anywhere und eine Koop-Kampagne und auch die Fortsetzung State of Decay 2, bei der sieht es im Trailer auch so aus, als würde man das im Koop spielen können und natürlich bei Gears of War ist von vornherein Koop klar und auch hier wird Play Anywhere unterstützt. Auch Minecraft bekommt eine Cross-Plattform-Funktionalität und die geht sogar noch einen Schritt weiter, denn bei Minecraft wird es in Zukunft so sein, dass alle Spieler auf PC, Xbox, iOS und Android zusammen spielen können. Außen vor bleiben erstmal die, die Minecraft auf der PlayStation spielen. Außerdem möchte Microsoft in Zukunft auch dedicated Server aufstellen. Und dann gab es zuletzt noch eine Ankündigung, nämlich Halo Wars 2. Da startet sofort nach der Pressekonferenz die Beta auf der Xbox One und dann erscheint das Spiel im Januar 2017 für PC auf Windows 10 und Xbox One. But I know. Bei Ubisoft gab es ein interessantes VR-Spiel zu sehen, nämlich Star Trek Bridge Crew. Und das funktioniert so, dass man zusammen mit drei Freunden die Rollen von unterschiedlichen Star Trek-Brückenoffizieren übernimmt. Einer ist dann der Captain, einer übernimmt den Maschinenraum, einer geht an die Taktikkonsole und der vierte ist der Steuermann. So übernimmt man dann die Kontrolle über ein Star Trek-Raumschiff, die USS Aegis, und fliegt so unterschiedliche Aufklärungs- und Kampfmissionen. Laut den Star Trek-Schauspielern im Trailer ist das Ganze ein Heidenspaß. Besonders günstig wird es aber nicht, denn man braucht ja 4 VR-Headsets und einen zugehörigen Rechner oder eine Konsole dafür. Das ganze Spiel erscheint im Herbst für HTC Vive, Oculus Rift und PlayStation VR. Einen Preis gibt's noch nicht. It's your own Star Trek experience in a virtual world where you can hang out with whoever you want. And that's a pretty good deal.
Von bisher nur als Multiplayer-Spiel bekannten For Honor hat Ubisoft auch die Singleplayer-Kampagne gezeigt, zumindest den Wikinger-Part daraus. Und da haben wir gesehen, wie die Wikinger eine Samurai-Festung angegriffen haben. Das Ganze erinnert sehr stark an Rise von Crytek, also sehr hübsch aussehendes Gemetzel. Im fertigen Spiel soll es dann übrigens auch eine Kampagne für die Samurai und die Ritter geben. For Honor hat auch einen Release-Termin bekommen, und zwar, wie könnte es passender sein, am Valentinstag 2017 am 14. Februar. Die große Ubisoft-Überraschung der Show oder die Hashtag Ubirraschung war dann ein überraschend pazifistisches Spiel, nämlich Steep, und das ist ein Extremsport-Open-World-Spiel, das heißt eine Kombination aus Skifahren, Snowboarden, Skydiven, Basejumpen und Paragliden in einer gigantischen Spielwelt. Da kann man alleine oder mit seinen Freunden die abgefahrensten Rennensprünge und Challenges machen, und die Besonderheit ist, man soll auch kinderleicht eigene Rennensprünge und Challenges erstellen und mit seinen Freunden teilen können. Steep soll noch im Dezember 2016 für PC, PS4 und Xbox One erscheinen. Bei Sony ging es gleich mit einem Kracher los, denn ja, die Gerüchte sind wahr, God of War spielt neuerdings in der nordischen Mythologie. Aber es heißt nicht God of War 4, sondern nur noch God of War mit dem Untertitel A New Beginning. Auch Kratos hat sich ein bisschen verändert, ist älter geworden, ist reifer geworden, ist vielleicht auch ruhiger geworden, und er ist vor allem nochmal Vater geworden, denn im Gameplay-Video von der Sony-Pressekonferenz geht Kratos mit seinem Sohn auf die Jagd, und da kommen natürlich auch einige Monster dazwischen. Kratos bekämpft die, wie üblich, ziemlich blutig, aber nicht mehr mit seinen Klingen an Ketten, sondern mit einer neuen magischen Axt. God of War erscheint exklusiv für die PlayStation 4. Now you are ready. A new beginning. Und während es bei God of War mit dem verschneiten Wald und der Verfolgerperspektivenkamera nur diese beiden Dinge waren, die an The Last of Us erinnert haben, ist es bei der Neuankündigung Days Gone das ganze Setting, denn auch hier ist die Welt zum Teufel gegangen und man schlägt sich jetzt als jemand durch, der sich mit Überlebenden rumhauen muss und auch gegen Zombies zur Wehr setzen muss. Das Coole daran ist aber, in der Gameplay-Demo von Days Gone hat man danach gesehen, dass die Zombies im Spiel keine einzelnen Gefahren sind, sondern ähnlich wie in der Verfilmung von World War Z aussehen wie so eine Flutwelle. Zu The Last Guardian gab es einen neuen Gameplay-Trailer und das Unmögliche, nämlich endlich einen konkreten Release-Termin. Am 25. Oktober soll das neue Spiel von Team Ico endlich im Laden stehen. Capcom hat Resident Evil 7 angekündigt und das geht wirklich ganz weit. Back to the Roots, zumindest Back to the Roots des westlichen Titels Resident Evil. Denn vorbei sind die Zeiten, in denen man mit riesigen Waffen auf riesige Mutantenviecher geschossen hat. Das neue Resident Evil wird ein Gruselabenteuer, bei dem man aus der Ego-Perspektive ein gruseliges Haus erforscht. Das klingt so ein bisschen wie das, was Silent Hills auch mit PT probiert hat. Und es gibt auch eine weitere Parallele, denn genau wie zu PT gibt es auch zu Resident Evil 7 schon jetzt im PSN eine spielbare Demo. Apropos PT, Hideo Kojima hat völlig überraschend sein neues Spiel schon vorgestellt. Das trägt den Namen Death Stranding und auch hier soll wieder Norman Reedus, der schon bei PT die Hauptrolle spielen sollte, die Hauptrolle übernehmen. Die Frage ist nur, die Hauptrolle in was überhaupt, denn der Trailer ist sehr, sehr wirr und sehr, sehr mysteriös. Wir sind gespannt. Zu
guter Letzt gab es auch bei Sony eine Hardware-Ankündigung, nämlich die PlayStation VR und deren Release-Termin. Sie erscheint am 13. Oktober. Den Preis hatte man ja schon mal bekannt gegeben, 399 Euro. Bis zum Ende des Jahres sollen dann 50 PlayStation VR-Spiele zur Verfügung stehen, darunter auch einige Neuankündigungen wie Batman Arkham VR, was wie so ein Visual Novel funktioniert und seinen Fokus auf Detektivarbeit setzt, und das Star Wars Battlefront X-Wing Missions, bei dem man Raumkämpfe aus der Ego-Perspektive erlebt. Das war's für heute mit den News. Wir sehen uns dann morgen zur nächsten Ausgabe der E3 News wieder. Vorher gibt's aber von unserem Team aus Los Angeles noch jede Menge Videos und Artikel. Schaut doch da mal rein, ansonsten sehen wir uns morgen wieder. Bis dahin, weiterspielen.